Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und das hier vorne ist Klein Anouk. Sie schläft gerade schön. Herzlich willkommen zu meiner Videoserie Essbare Wildkräuter. Heute im zweiten Teil möchte ich euch wieder 7 essbare Wildkräuter kurz vorstellen. Und zwar den Frauenmantel, die Gundelrebe, die Knoblauchsrauke, den Spitzwegerich, die Vogelmiere, die Walderdbeere und die Wildhimbeere. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration. Hier wächst und blüht der Frauenmantel. Die Blätter, die sind 5- bis 11-lappig und am Rand gezähnt. Unten drunter sind sie leicht behaart. Wenn es feucht draußen ist, sammelt sich immer das Wasser in den Blättern. Er blüht von Mai bis Oktober. Und verwenden kann man die Blüte und die Blätter, zum Beispiel im Salat, im Smoothie, in Aufstrichen, als Tee oder auch in Gemüsegerichten. Der Frauenmantel schmeckt Kohlrabi ähnlich. Er ist ein Frauenkraut und wird auch verwendet bei Wechseljahresbeschwerden oder bei Menstruationsbeschwerden. Diese schöne Pflanze hier ist die Gundelrebe. Sie wird auch Gundermann genannt. Sie hat nierenförmige Blätter, die im Durchmesser bis zu 5 cm groß werden können. Sie ist ein Lippenblütler und blüht von April bis Juni, Juli. Verwenden kann man die Blätter und Blüten zum Beispiel im Salat oder auch als Gewürz. Die Gundelrebe enthält sehr viele Bitterstoffe, Gerbstoffe, Vitamin C und Kalium. Und das hier ist die Knoblauchsrauke. Sie hat unten ziemlich große Blätter, die so nierenförmig sind. Und oben eher so dreieckig bis herzförmige Blätter, die spitz zulaufen und gezähnt sind. Ganz oben dran sind dann die Blüten mit jeweils 4 Blütenblättern. Und die Früchte sind 4-kantig lang mit den Samen drin. Die Knoblauchsrauke blüht von April bis Juni. Verwenden kann man Blätter, Triebe, Blüten und Samen. Sie schmeckt wie Knoblauch und ist sehr lecker im Salat, im Wildkräuterpesto oder in verschiedenen Gemüsegerichten. Sie enthält sehr viel Vitamin A und C. Das hier ist der Spitzwegerich. Den erkennt man ja immer sehr gut an den langen Blättern mit den parallelen Adern. Er blüht von Mai bis September. Hier ist die Blüte. Und verwenden kann man die Blüten, Blätter und die Samen. Die Samen findet man August bis Oktober. Der Spitzwegerich ist lecker im Salat, im Smoothie, gut zum Entsaften, in Gemüsegerichten oder Aufstrichen. Er enthält sehr viel Zink, Kalium, Vitamin C und B und auch Kieselsäure. Hier wächst die vollköstliche Vogelmiere. Sie hat ganz kleine Blättchen und ganz kleine weiße Blüten. Sie blüht von März bis Oktober und wächst hier immer gleich so flächendeckend, weshalb man sie auch in kleinen Büscheln erntet. Man findet sie fast das ganze Jahr über, solange es frostfrei ist. Sie ist super lecker als Salatgrundlage, in Smoothies, in Säften oder auch in allen möglichen Speisen. Die Vogelmiere enthält sehr viel Calcium, Kalium, Magnesium und Eisen und Vitamin A, B und C. Hier wächst die leckere Walderdbeere. Sie blüht von April bis Juni, weiß mit 5 Blütenblättern. Und ihre Früchte findet man Juni bis Juli. Hier ist sogar schon eine rote. Meist findet man die Walderdbeere natürlich im Wald. Verwenden kann man ihre Früchte, die Blüten und die Blätter. Sie ist sehr lecker im Salat, in Kräuterpestos oder Smoothies. Die Walderdbeere hat viel konzentriertere Inhaltsstoffe als gezüchtete Erdbeeren. Das schmeckt man ja auch schon an den leckeren Früchten. Sie enthält sehr viele Vitamine, vor allem C, E und B, sehr viel Eisen, Kalium, Calcium und Magnesium. Und hier haben wir eine riesengroße Wildhimbeerhecke bei uns am Garten. Die Wildhimbeere wächst als Strauch, man findet sie meist auch im Wald. Sie blüht von Mai bis Juni und hat tolle weiße Blüten. Sie blüht jetzt zur Zeit, deswegen summt es hier so toll, weil hier alles voll Bienen sind. Verwenden kann man die Blätter, Blüten und August bis September ungefähr die Beeren. Die jungen Blätter sind lecker im Salat, im Smoothie oder man kann auch super Saft aus ihnen machen. Und die Blüten sind natürlich eine super Deko. Die Blätter enthalten sehr viel Eisen, Vitamin C und E, Kalium und Magnesium.
Ja, ihr Lieben, das waren nun wieder 7 tolle, köstliche und super gesunde Wildkräuter aus Mutter Erdes wunderschönem Naturgarten. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du im dritten Teil wieder mit dabei bist. Ansonsten freue ich mich auch riesig, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst, und zwar hier. Pling! Oder besuch mich doch auch gern mal auf Facebook oder auf YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.